das hier ist ein reales Flugzeug. Und was wir hier sehen, das ist ein Konzept. Das gibt es noch gar nicht, außer in Augmented Reality. Darum geht es heute. Reality der Woche. Mein Name ist Gerhard Schröder. In diesem YouTube-Kanal geht es um Augmented Reality, Verkaufen und Apple-Produkte. Und heute passt das mal wieder alles genau richtig zusammen. Denn ich habe mitgebracht diesmal ein AR-Projekt, was wir umgesetzt haben für einen Kunden aus den USA. Für Tom Alfaro von Panspatial. Der ist Luftfahrtingenieur und hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe sehr futuristische, Science-Fiction-verdächtiger Luftfahrzeuge entwickelt, die teilweise auch in Computerspielen inzwischen zum Einsatz kommen. Und er hat entwickelt dieses neue Fahrzeug, Fledermauser heißt das Ganze mit Namen. Und der Spaß ist, der Tom arbeitet inzwischen für die Firma Scaled Composites. Wer Scaled Composites nicht kennt, das sind die Leute, die inzwischen Raketenflugzeuge entwickeln für Virgin Galactic, damit Menschen damit bis ins Weltall fliegen können und wieder landen. So, aber dieses Konzept ist entwickelt worden, um auch als eigenständiges neues Luftfahrzeug zu funktionieren und hat ein paar Besonderheiten. Es gibt ja momentan eine ganze Reihe Elektroflugzeuge und das hier hat ein paar Dinge, die es anders macht als alle anderen, die es momentan jetzt am Markt gibt oder bald geben sollte. Darum machen wir jetzt mal einen kleinen Rundgang. Ich zeige einfach mal, wie diese Triebwerke funktionieren und wie das Ganze nachher auch tatsächlich damit abhebt und wieder landet. Ein kurzer Rundgang um das gesamte Modell herum. Klar, vorne ist der Platz für den Piloten, in der Mitte ist der Platz für die Passagiere, die Personen, die vielleicht auch gerettet werden, weil das hier ist die SAR, also die Search and Rescue Ausführung des Gesamten. Es gibt davon auch eine Militärfassung, es gibt also verschiedene Varianten, wie das gesamte Konzept geplant ist. Jedenfalls hier die SAR-Fassung. Wir haben Folgendes gemacht, rein technisch. Ja, die Audioquelle für die Turbinen hinten sitzen wirklich auch an der richtigen Stelle. Und wenn vorne die ganzen Propeller sich drehen und man hört sich das Ganze mit Kopfhörern an, ja, Spatial Audio, dann hört man die Geräusche auch wirklich aus der richtigen Richtung. Tipp also, wer möchte, den QR-Code hier einscannen und das Ganze jetzt mal selbst ausprobieren. Wenn man dann rangeht und das Ganze auch antippt, dann passiert Folgendes. Dann ist es nicht nur ein Modell, was rumsteht, sondern Turbine springt an, man hört die Geräusche und dann schwebt es nach oben und kommt wieder runter. Einfach nur eine kleine Demo, um zu zeigen, was insgesamt passiert. Fliegt nicht durch den Raum, keine Sorge. Aber das Wichtige dabei ist eigentlich was Folgendes. Wenn vorne die ganzen Propeller laufen, klappt so gesehen der Staustrahl nach unten. Und das gibt es auch als Szene auf einer Messe, als eine echte reale Baugruppe. Aber hier kann man das Ganze mal sehen und erleben, wie alle Komponenten dieses neuen Luftfahrzeugs zusammen funktionieren. Diese Audiofunktion mit Spatial Audio, die funktioniert bei USDZ, also bei diesem Dateiformat, was wir hier nutzen für AR-Inhalte, für iPad, iPhone und Apple Vision Pro. Das funktioniert aber nicht so 1:1 auf Android-Basis. Da kann man dieses Audio verorten nicht so gut und so einfach umsetzen. Das Ganze gibt es hier nur in der Apple-Variante, in der Apple-Geschmacksrichtung. Wer mehr wissen möchte zwischen USDZ und GLTF, hier oben gibt es ein Video von mir, wo ich das mal erkläre. Für alle, die noch nicht genug haben, ich habe noch zwei weitere Videos mitgebracht. Hier oben habe ich zum ersten das Starship von SpaceX als AR zum auch selber ausprobieren. Und unten drunter, da habe ich von der Fernsehserie For All Mankind, eine meiner Favoriten, auch noch die Mondbasis in AR zum Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin weg.